Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo ich hier unten für unsere Labore etwas Mechanismus eingebaut habe, sodass sie kontinuierlich mit Forschungskarten versorgt werden, sofern sie hier in dieser Kiste anlegen. Und für die Basisforschungskarten, die kommen direkt aus der Maschine. Die anderen, die muss ich manuell reinlegen. Heute wollen wir uns aber darum kümmern, dass wir die Forschungskarten etwas automatischer hinbekommen. Und ich denke, das machen wir hier unten. Und ich habe einen neuen Mod hinzugenommen, der uns dabei hilft, etwas rauszufinden, wie sind denn die optimalen Verhältnisse. Und dies ist der Helm-Mod. Sieht so aus. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir können hier unser Rezept aussuchen. Müssen wir hier schließen. Und dann ganz wichtig, wir müssen einstellen, wie viel wollen wir pro Sekunde. Und sagen wir mal, für den Anfang reicht uns eine. Dann hier sind die Materialien, die wir dafür brauchen. Und wir sehen, wir brauchen 8 Montagemaschinen dafür und wir wollen ja auch Kupferkabel gleich mit herstellen und da bekommen wir das im richtigen Verhältnis. 8 Maschinen für die Karten, eine reicht für die Kupferkabel. Und wir können das dann in Zukunft ausbauen, weil wir da dann die Maschinen upgraden können und wahrscheinlich das Ganze auch etwas ergänzen. Gut, lege ich mir die auch irgendwo hier drauf. Dann brauchen wir einmal Kupferkabel. Und wenn wir Kupfer hier ranbringen, dann das Ganze so funktioniert das, glaube ich. So, und jetzt sollte das Kupfer auf allen Lanes, auf allen Förderbändern ausbalanciert sein. Und das Ganze müssen wir dann auch hier für Eisen irgendwann noch machen. Und dann machen wir hier das so ran. Die
sind ja nicht allzu schnell. Das heißt, ein Greifer für den Eingang dürfte reichen. Besorgen und natürlich gehen mir die Masten wieder aus. Ein altbekanntes Problem. Gut. Und ich denke, den Output, den ziehen wir hier nach unten. Vielleicht legen wir den einfach mal in eine Kiste. Gut, das war Wir müssen natürlich auch darum schauen, dass wir das ganze Kupfer auch ausladen können, sonst haben wir hier zu wenig Kupferkabel auf dem Bau. Sehr schön, das waren die ersten Forschungskärtchen, das heißt, wir machen gleich noch die zweiten, das sind die hier. Und ich habe das Gefühl, die sind etwas komplizierter. Denn dafür brauchen wir die Eisenkerne mit den Eisenstangen und den Zahnrädern. Das heißt, hier brauchen wir eine Maschine, eine Maschine, eine Maschine. Und dann brauchen wir noch die hier und die brauchen wieder Kupferkabel. Das heißt, als Inputmaterial haben wir die weg hier, brauchen wir Eisen und Kupfer. Kupfer brauchen wir für die Kabel und die Kerne. Okay, dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Wir brauchen hier immer nur eine Maschine und für die Karten brauchen wir dann wieder 8. Also ich denke mal, auf der einen Seite machen wir Kupfer runter, auf der anderen Eisen. Und die Kupferkabel, die brauchen wir in der Maschine hier. Das wird wahrscheinlich nicht die oberste sein. Eisenstangen. Zahnräder. Und dann hier die
Eisenkerne. Das bekommen wir so hin. Das heißt, hier haben wir Kupfer, hier haben wir Eisen. Und das Ganze, da nehmen wir uns jetzt ein paar lange Greifer. Das legen wir dann hier hinten rauf. Dann machen wir hier Kupfer. Und hier die. Seite raus. Dann haben wir hier, bauen wir ein paar mehr Maschinen. Gehen wir hier raus. Und zwar auf die nahe Seite. Das ist Umschalttaste links. Und hier auf die ferne Seite. Das heißt, hier haben wir dann alles, was wir hierfür brauchen. Das heißt, hier. Wahrscheinlich helfen, wenn wir sehen, wo unsere Bänder durchgehen. Und natürlich sind da schon die ersten Klippen im Weg. Aber hier, da brauchen wir Eisen. Das bekommen wir von hier. Und hier. Machen wir das mal so. Dann das hier runter. Das Ganze an den Strom anschließen und dann brauchen wir hier Ausgang. Mit einer Kiste.
Voilà. Das funktioniert auch. Das heißt, wir können dann unsere Labore hier, die nichts mehr forschen, weil keine roten Kärtchen, die können wir da rübernehmen. Und da sind sie hin. Und die mal hier platzieren. Und dann hier werden wir Bänder haben, denn wir werden von mehr als zwei Seiten unsere Goodies einführen müssen. Das hier auf die untere Seite. Seite. Und dann brauchen wir hier noch sehr schön. Da sollte dann die Forschung abgehen. Sprich, das hier brauchen wir nicht mehr. Wahrscheinlich auch ausgeschossen, denn sobald diese das heißt, wir legen die Karten, die wir jetzt hier noch haben, mal in die Kisten rein. Und so wie es aussieht, staut sich das hier. Etwas mehr geforscht. Okay, die sind noch etwas komplexer. Mal schauen, ob wir das nächstes Mal angehen. Wenn ich etwas mehr Eisen hätte. Zusätzliche Labore bauen.
dann, was wir brauchen, ist der hier. Den bekommen wir aber erst mit den Grünen. Und da fehlt uns auch noch etwas an Forschung bis dahin. Aber Forschung, wir sind da schon an der letzten dran. Das heißt, wir können uns überlegen, was brauchen wir denn sonst noch? Das ist eine Sackgasse. Den hier werden wir brauchen für Radar. Rüstung. Abbaugeschwindigkeit. Die Tore. Und dann brauchen wir auch schon die Grünen. Schöne Verteilung auf den Bändern haben. Und ich denke, das war es dann auch schon für heute. Nächstes Mal schauen wir, wie wir an die grünen Technologiekarten kommen. Also bis dann und tschüss!